Hallo meine lieben Freunde, zum nächsten Opening hier auf meinem Kanal mit Facecam Premiere, weil wir, wie ihr seht, schon einen wunderbaren Brief bekommen haben und der Kollege, den er mir geschickt hat, der hat mir die Karten geschenkt und der sagt immer, ich soll mal wieder Videos mit Facecam machen. Also, habe ich mir gedacht, machen wir das, aber wir öffnen gleich auch noch hier diesen wunderbaren Lister. Hier, einmal nochmal. Und dann öffnen wir erstmal den Brief. Irgendwie ist es für mich komisch, Facecam alleine, keine Ahnung, ich mag es alleine irgendwie nicht so, weil ich dann voll im Fokus stehe, also nicht, dass ich schüchtern bin oder so, aber ich mag es halt nicht und ja, komplett zerstört, okay, schauen wir mal, was da drin ist, was wir für wunderbare Sachen hier haben, was wir bekommen, ich sortiere schon mal ein bisschen was aus, um das Krasse nachher am Ende zu zeigen. So, was haben wir denn hier Wunderbares? Okay, so nämlich mit Hüllen und eine seine ganze Pokémon-Kartensammlung. Gucken wir mal einfach mal, was wir hier haben. Schauen wir mal. Wir haben eine Reverse. Ich hoffe, das geht so, ja. Eine Reverse. Alola-Knogger-Karte. Ja, Knogger ist richtig. Alola Kokowai, man hat es glaube ich schon mal ein bisschen was gesehen. Durengard, leider nicht sortiert. Reverse Bestienring. Heatran in Reverse. Das ist ein Calamanero in Reverse. Das heißt bestimmt einige Karten haben schon nicht. Diancie in Reverse. Alles Reverse-Karten. Kannst mir ja mal reinschreiben, wo die Karten her sind. Ich glaube, ich habe schon gar nicht gefragt. Wummer in Reverse. Phoenix ist in Reverse, ist sogar eine Sternkarte. Dann das gute Tantrak, Junge, nicht mal quatschen kannst du und ja. Dann eine Mewtwo GX aus Schimmer der Legenden. Geil. Okay, eine harte Hülle. Zygarde GX Full Art. Brutalander GX aus Majestät der Drachen. Ultra Necrozma GX. Ein Empoleon. Der gute Flordelis Prisma. Vulcanion Prisma. Oh, Arceus Prisma, die habe ich auf jeden Fall noch nicht für meine Sammlung. Dann die Diancie in Holo. Ein Knackrack. Ah ja, Knackrack ist auch eine Holo, genau. Wie das Magnetzone. Viscogon. Dann, der ist ein bisschen ungemütlich, die ganze Zeit so zu stehen. Empoleon. Holo. Monogaragoras. Oh Mann, diese Namen hier. In Holo. Phoenixes in Holo. Ich glaube, das sind jetzt normale Karten. Das sind legendäre Pokémon. Ich glaube, der hat einfach nur legendäre Pokémon gesammelt. Und Ultrabestien. Letaking Holo. Das ist schon wieder geil, das ist nicht eine alte Karte. Krebutak in Holo aus Generations. Atmorai, oh, diese Karten sind am Ende sind geil hier. Deoxys, auch Holo. Ja, wenn ihr die Sets wisst, könnt ihr natürlich gerne reinschreiben. Was ist das? Lashoking, das ist aus einem XY-Set. Meganie. Oder? Bin ich blöd? Müsste ein XY-Set sein, genau. Ich war nur gerade am gucken. Hat man noch nicht gesehen, außerhalb der Kamera. Oh, Tentrak. Dieses, das ist geil. Also, da muss ich auf jeden Fall schon mal vielen lieben Dank sagen. Heftig. Die Ponytox. Arceus. Was ist mit diesem Muster? Das kennt ihr ja. Noch ein Arceus. Psiaugon. Luxtra und Kamaruk in Reverse. Nice. Richtig viele fette, geile Karten. Auf jeden Fall dafür ein fettes Dankeschön. Ja, genau. Dann räume ich das mal ein bisschen beiseite. Die Karten, die müssen nachher noch reingesleased werden, die Karten. Vielen, vielen Dank. Das sind einige Karten, die ich noch nicht habe für meine Sammlung. Also von daher, fettes Dankeschön dafür. Ich räume mal kurz alles hier beisammen. Muss ich dann
später mal in Ruhe sortieren. Ich hoffe natürlich, das gefällt euch auch, wenn ich die ganze Zeit hier runter gucke. Da müssen wir noch ein bisschen optimieren mit der Facecam dann. Vielleicht dann auch öfters mal, wenn es euch gefällt. Genau. Fetter Brief, danke dafür. Und dann widmen wir uns den wunderbaren Blister, weil ich will nochmal Booster öffnen. Ich möchte nochmal, ja, was fetzen. Aber der Blister, der wehrt sich noch und lässt sich jetzt perfekt öffnen. Wunderbar. Genau. Genau, so. Weil ich ja so freundlich bin, geht der Code an euch raus. Ich habe den mit Morpeko genommen. Ist Schwert und 1. Ich weiß, aber ich will das Z auch versuchen, noch ein paar Karten zu ziehen. Und wie gesagt, der Code. Deswegen den. Es gibt... Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Ich glaube, danach kommen noch die Blister von SM2. Ebenfalls mit der guten Niki. Die sind schon aufgenommen. Das mache ich danach. Und ich habe lustigerweise dreimal Relaxo. Ich weiß es nicht. Wo ist der Pull drin? Wo ist der Pull drin? Welches von euch Relaxos gibt mir einen Pull? Ich habe keine Ahnung. Ich muss gucken. Müsste es eigentlich so alles so laufen. Wir schauen einfach mal, wo der Pull drin ist. Toll. Und meine Rare-Card ist beschädigt. Die war so im Booster drin. Na toll. Egal. Gucken wir mal. Wasserenergie. Aurora-Energie. Swallock. Ich mach mal ein bisschen hier beiseite. Baldurfisch. Picochilla. Vulpix. Zomion. Roselia. Das gute Kramops. Hop in Reverse und Morpeko als Rare. Okay. Da war noch nichts drin. Schade, schade. Reverse Hop. Und dann nächstes Booster. Irgendwo muss doch nichts drin sein. Mal gucken. Vielleicht ja hier drin. Mal schauen, was da rauskommt. Irgendwas Gutes. Wäre cool. Die Karte ist nicht beschädigt. Elektroenergie. Großes Amulett. Chimpstick. Pokémon Com 3.0. Fatalité. Wally. Muschas. Zomian. Roselia. Energiesuche in Reverse. Und Gala Barrikadax in Holo. Immer hier eine Holo. Sehr schön. Und irgendwie Reverse Trainer hat dieses hier. Und jetzt der letzte Relaxo. Come on. Relaxo, ja. Weil wenn man jetzt zusammen macht, dann kann immer ab und zu mal in die Facecam gucken. Aber so alleine. Aber ihr seht ja trotzdem dann meine Reaktion auf der Kamera. Ich hoffe, wie gesagt, es kommt gut an euch. Kampfenergie. Trank. Nocturn. Gala. Geradax. Komorps. Sendensack. Rihorn, Kloptopus, Goldini, Pion Scora und Lanthorn. Schade. Schade. Naja, immerhin nur eine Holo. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Lasst gerne ein Like da, kommentiert gerne, denn wir haben ja einige coole Karten gesehen. Der Blister war jetzt nicht so ganz so toll. Aber ja, hoffentlich sehen wir auch uns wieder im nächsten Video. Bis dahin und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Bis dann.